Grüß Gott, wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zur Sendung der FT. Eine Plattform. Franz Kafka, der Verschollene. Und das ist jetzt eine Gesamtinterpretation. Wichtig ist folgende Voraussetzung. Wenn ihr diese Interpretation verstehen wollt, müsst ihr unbedingt eine gute Textkenntnisse haben. Minimum, nehmt die Sendung von mir, Inhalt kurz gefasst. Wenn ihr mehr tun wollt, was also einfach sinnvoll ist, schaut euch die drei Sendungen von mir an. Gesamtdarstellung, es sind drei Sendungen, ich weiß, es kostet Zeit. Ein verregneter Sonnennachmittag würde reichen. Oder lest halt das Buch. Jetzt die Primärliteratur, die ich benutze. Ich hebe jetzt mal das Buch hoch, halte es in die Kamera. So, Franz Kafka, der Verschollene, Reklam XL, Text und Kontext, Nummer 16117, 2021. Jetzt kommt noch etwas. Ich rate euch, bitte, ich rate euch, druck das Manuskript aus. Ich weiß, ihr werdet sagen, Geiz ist geil und meine Druckerpatrone ist halber leer. Druckt es also in Farbe auf, es ist visualisiert. Jetzt werdet ihr fragen, wo finde ich das Manuskript? Hier ist mein Name, Klaus Schenk. www.klausschenk.de. Rechte Spalte, da ist so ein Button, da steht drauf, Kafka, der Verschollene, zack. Anklicken und ihr seid schon in dem Ordner und dann könnt ihr alles abrufen. Alle Sendungen und natürlich das Manuskript. Also würde ich euch unbedingt raten. Jetzt dauert diese Gesamtinterpretation 85 Minuten. Jetzt werdet ihr da umkippen und sagen, der Kerl spinnt, der hat den Schuss im Sender. 85 Minuten Interpretation, das ist eine Ewigkeit. Stopp. Ich gebe euch jetzt eine Inhaltsübersicht über diese YouTube-Sendung und hinter allen Überschriften ist die Minutenangabe der YouTube-Sendung. Also das heißt, ihr könnt euch Details aussuchen, ihr könnt euch sagen, mein Interesse ist Franz Kafka, mein Interesse ist Karl Rossmann, mein Interesse ist die Interpretation oder diese Gesamtdarstellung und ihr habt die Minutenangabe. Also, kommt wieder nach unten mit den 85 Minuten. Ich beginne mit der Inhaltsübersicht, also wie gesagt, mit Minutenangaben zur YouTube-Sendung. Erstens, allgemeine Informationen. Zweitens, Familie Kafka, Leben als Minderheit. Drittens, Franz Kafka, zwischen gefühlter Sklaverei und Schreibfreiheit. Unterpunkte, familiärer Hintergrund für der Verschollene, Vater-Sohn-Konflikt, Selbstbild Kafkas, Bedeutung des Schreibens, 5 Eckpfeiler von Kafkas Leben. Viertens, Roman, Aufbau als Serialisierung, Unterpunkte, 5 Handlungsschritte, variierte Sündenfallgeschichte. Fünftens, Karl Rossmann, zwischen subjektiver Zuversicht und objektivem Scheitern. Unterpunkte, der Name Karl Rossmann, Karl gespaltenes Ich, Handlungsschritte, Auf- und Abstieg Karls. Sechstens, Karl als Widerspiegelung von Kafkas Lebensgefühl. Also nochmal zur Beruhigung, ihr könnt die einzelnen Teile gezielt aufrufen. Ihr habt zu allem Minutenangaben. Ich starte erstens allgemeine Informationen. Geschrieben wurde dieser Roman oder das Romanfragment zu Beginn September 1912. 2 Tage davor ist die Niederschrift Das Urteil. Das kennt ihr vielleicht, wo die Person letztendlich die Hinrichtung selbst vollzieht und ins Wasser geht. Das Urteil.
dass den Roman, den ihr jetzt habt, ist die zweite Fassung. Warum sage ich das? Betone ich das so? Die erste Fassung hat Kafka verbrannt, also 1912 verbrannt und hat einen Neustart hingelegt. Das heißt, die erste Fassung kennen wir nicht. Es waren glaube ich so um die 200 Seiten, war also schon eine Masse. Hat er verbrannt. Wir haben jetzt die zweite Fassung und während er arbeitete, schrieb er noch die Erzählung Die Verwandlung. Die kennt ihr vielleicht, wonach der Vater des Familienmitglied übrig bleibt, also isoliert wird und als Ungeziefer ist und dann wird beschmissen und nachher ist er tot. Also auch wieder, Anführungszeichen, die Todesstrafe, Todesergebnis. So, jetzt geht es wo bis Januar 1913. Wir sind jetzt im Jahr 1914, Verlobung und Entlobung mit Felice Bauer, also ganz problematische Situation für ihn. Er schreibt den Roman Der Prozess. Ja, Josef K. wird ermordet, getötet, wie abgeschlachtet. Muss ich gar nicht sagen. Dann Sommer, Herbst 1914, weitere Arbeiten am Der Verschollene und dann kommt, zack, Abbruch. Deswegen kann man viele Dinge dann nicht mehr verstehen oder nicht mehr interpretieren. So, das ist jetzt zu dem Teil geschrieben. Ort, Ostküste der USA, unter anderem New York, Zeit um 1900, Titel. So, muss man auch kurz erklären. Der Nachlassverwalter von Kafka war Max Brod. Max Brod ist der Freund Kafkas. Und Kafka sagte zu ihm, hey Junge, wenn ich tot bin, verbrenne alles, ist ihr wertlos. Alle meine Manuskripte verbrennen sie. Tat er nicht und brachte diesen Roman 1927 unter dem Titel Amerika heraus. 1924 ist Kafka gestorben. Nur zur Information. Der Germanist Schillemeit gab ihm 1983, also so lange ist es nicht her, 1983 den neuen Titel Der Verschollene und benutzte für diese Fassung ursprüngliche Manuskripte Kafkas. Und der Titel Der Verschollene deckt sich auch mit Notizen in Briefen und Tagebüchern Kafkas. Man hätte überlegt, Amerika und jetzt Der Verschollene. Die Blickrichtung ändert sich Richtung Karl. Und mit dem Titel Der Verschollene wird auch definiert, wie das Romanende ist. Er wird verschollen sein, also ausgelöscht. So, Erzähltechniken. Es ist ein personales Erzählen, also keine Vorausdeutung wie beim autorialen Erzähler. Und jetzt gibt es so einen Begriff, den Sie gebrauchen bei Der Verschollene, ein einsinniges Erzählen. Das heißt, wir kennen nur die ungefilterte Perspektive von Karl Rossmann. Nur seine Sicht. Jetzt zum Amerika-Bild. Es ist ständig Bewegung, Verkehr, Tag und Nacht und so weiter. Klar, Amerika. Der Einzelne, das Individuum, geht in der Masse unter. Die Arbeitsabläufe sind effektiv. Also denk doch mal an den Onkel, denk doch mal an seine Telegrafenabteilung. Effektivität ist das A und O. Strenge Disziplin und klare Hierarchie. Denkt Oberportierbüro, wo der Karl hineingezogen wurde, wo er alles beobachten konnte. Dann der amerikanische Traum, Self-Made Man. Eiserne Selbstdisziplin, Glück und Aufstieg des Individuums. Interpretation, also ganz allgemeine Sätze, Traumlogik. Das heißt, Traumlogik heißt, es verweigert uns die rationale und die kausale Einordnung. Das erschwert natürlich, macht es aber auch interessant. Es fehlen teilweise kausale Verknüpfungen einzelner Handlungselemente. Ja, deswegen Traumlogik. Das ist so typisch bei Kafka, besonders beim Der Prozess, also da schwimmt man total. Kafka ist ein Klassiker der Moderne. So, jetzt muss ich auch noch eine Information geben. Wenn ich sage, ich zitiere, dann benutze ich die Schullektüre. Ich habe eigentlich alle wichtigsten
Werke der Schulsekundärliteratur durchgearbeitet und für euch alles zusammengestellt daraus, wenn ihr das Manuskript ausgedruckt habt, was ich hoffe, wenn ihr es ausgedruckt habt, findet ihr dann genau die entsprechende Schulsekundärliteratur mit Seitenzahl und hinten habt ihr ein Verzeichnis, ein Literaturverzeichnis. Also ihr könnt alles nachschauen und so weiter. Ist kein Problem. Aber ich werde jetzt nicht immer sagen, ich werde nur hinweisen, Zitat. Und wenn ich aus dem Werk vorlese, Stellen, nenne ich immer die Seitenzahl und ich benutze die Primärliteratur, die ich euch vorhin gezeigt habe. Also Kafka, Klassiker der Moderne, Zitat. Weil sein Werk so unterschiedlich verstanden und interpretiert worden ist wie kaum ein zweites. Hinweis. Meine Interpretation ist meine und ich sage nicht, sie ist die richtige. Ich sage schon gar nicht, es ist die einzig wahre. Achtet auf euren Deutschlehrer. Denkt selbst und kommt so zu einem Ergebnis. Ihr könnt ja eigenes Denken, Lehrer denken, mein Denken oder Interpretieren zusammenmischen und dann habt ihr eure Position. Jetzt modernes Literaturverständnis. Der Sinn von Literatur wird nicht nur und eindeutig vom Text festgelegt, sondern erhält sich erst aus der Wechselbeziehung zwischen dem Text und seinen Lesern. Und hier spielt eine Rolle, welche biografischen Erfahrungen, welche Sichtweisen habt ihr als junge Menschen, als moderne Menschen, im Gegensatz zu mir, der ja nicht gerade der Jüngste mehr bin. Ne? Ja. Und ihr werdet eure Erfahrungen einbringen und dadurch möglicherweise zu ganz anderen Interpretationen kommen. Und das fand ich auch in meinem Deutschunterricht so spannend, wie wir gemeinsam gesucht haben. Und dann auch gemeinsam gefunden haben und auch unterschiedliche Meinungen haben, stehen gelassen, auch wenn es manchmal Schülern schwer gefallen ist, weil die haben lieber richtig oder falsch. Es geht mal in der Literatur oder Interpretation aus meiner Sicht oft nicht. So, zweitens, Familie Kafka leben als Minderheit. Kafkas Prag, kurze Erläuterung, die Kafkas waren Juden, emanzipierte Juden, das heißt eine Loslösung aus religiösen Bindungen, also im Blick auf das religiöse Bekenntnis, tun als ob, naja, das tun ja viele Christen heutzutage auch. Und es gab eine Spaltung der Prager Juden. Und das Entscheidende war die Sprache. Entweder die Umgangssprache Tschechisch, also Prag, Tschechei, Umgangssprache Tschechisch, die Mehrheit, oder Deutsch, die Minderheit, und das war die Familie Kafka, Vater Kafka und so weiter. Und es ist eigentlich auch klar, dass diese deutsch sprechende Elite im städtischen Zentrum natürlich ihren Sohn Franz in eine Schule mit deutscher Sprache schickte. Ich zitiere, diese kleinste Minderheit sah sich so dreifach isoliert, als Deutschsprachige von den Tschechen, als Juden von den Deutschen und als kulturelle Elite vom Volk. Ja, sie lebten nur im städtischen Zentrum. Drittens, Franz Kafka zwischen Gefühl der Sklaverei und Schreibfreiheit. Familiärer Hintergrund für der Verschollene. Ihr fragt euch vielleicht, wie kommt der auf solche verrückten Ideen? Es wird euch klar werden, wenn ihr jetzt ein paar Sachen aus der Familiengeschichte mitbekommt. Der Vetter Otto Kafka wanderte mit 18 Jahren 1897 nach Amerika aus. Zunächst war seine Situation identisch mit der von Karl Rossmann, also schwierigste Bedingungen. Dann machte er Karriere, dann wird er wie Onkel Jakob aus dem Buch, im Roman, ist die Karriere in der Form des American Dream, also die Verwirklichung des amerikanischen Traums. Und auch er hatte ein Landhaus bei New York, Herr Plunder mit seiner Tochter lassen grüßen. Und es gab ein kurzes Treffen mit Franz Kafka 1906 in Prag. Also da hat er wirklich alle Informationen bekommen aus erster Hand. Ottos Bruder Robert wurde mit 14 Jahren von der Köchin verführt, also 1895, und die bekommt ein Kind. Also ich habe da die Story auch erklärt, woher sie kommt. Und
K-R, also K.R. steht für Karl Rossmann und R.K. für Robert Kafka. Jetzt der jüngere Bruder Ottos, Franz, also heißt auch Franz Kafka, also Vetter, der wanderte mit 16 Jahren 1909 nach Amerika aus, besuchte dort die Handelsschule und eine Elite-Internat und danach arbeitete er bei seinem Bruder. Der Bruder war ja entsprechend älter. Der Bruder war für ihn wie ein väterlicher Freund, wie ein Gönner, also wie zunächst Karls Onkel Jakob. Jetzt zu Franz Kafka, zu unserem Franz Kafka. Auch der denkt ans Auswandern. Und wenn ihr so weit, ich verrate euch schon mal, dieser Roman ist wie ein Durchspielen einer Auswanderung. Was wird das Ergebnis sein, wenn ich auswandere? Heutzutage würdet ihr vermutlich mit Computerspielen die Sache lösen. Und Informatiker würden vielleicht mathematisch zusammenbauen, was herauskommt aus der ganzen Geschichte. Franz Kafka liest Reiseberichte von Arthur Hollitscher, Amerika, heute und morgen. Und wenn in dem Buch, in dem Roman, der Druckfehler auftaucht, Oklahoma anstatt Oklahoma, dann kommt dieser Fehler aus diesem Buch von Hollitscher, denn der hat auch Oklahoma geschrieben. Jetzt zum Vater-Sohn-Konflikt. Also der kleine Franz, 3-4 Jahre, der winselt in seinem Bett, er will Wasser haben oder irgendwas. Auf jeden Fall nervt er ungemein. Und der Vater nimmt ihn aus dem Bett, nachts, und stellt ihn auf die Pavlatsche. Und dort steht das Kind im Hemdchen vor verschlossener Tür in gewisser Zeit. Jetzt werdet ihr sagen, was ist eine Pavlatsche? Das habe ich auch nicht gewusst. Also stellt euch mal vor, so ein Innenhof, gell? Innenhof. Und in diesem Innenhof ist ein Laubengang. Und von diesem Laubengang gehen die einzelnen Wohnungen ab. Also das kennt ihr von Mietswohnungen, wo außerhalb ein Gang entlang geht. Und dann geht man in die einzelnen, meistens eher weniger Wohnungen, mehr Apartments hinein. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Ich zitiere, noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, dass der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pavlatsche tragen konnte und dass ich ein solches Nichts für ihn war. Das ist aus dem Brief an den Vater von 1919, fast 100 Seiten. Er hat es aber dem Vater nie gegeben, da hat er das Vater-Sohn-Verhältnis literarisch gefasst. Ich zitiere weiter. Dadurch wurde die Welt für mich in drei Teile geteilt. In einen, wo ich, der Sklave, lebte. Und dann in eine zweite Welt, die unendlich von meiner entfernt war, in der du lebtest. Und schließlich in eine dritte Welt, wo die übrigen Leute glücklich und frei von Befehlen und Gehorchen lebten. Wieder auch Brief an den Vater. Jetzt weiter. Manchmal stelle ich mir die Erdkarte ausgespannt und dich quer über sie hin ausgestreckt vor. Und es ist mir dann, als kämen für mein Leben nur die Gegenden in Betracht, die du entweder nicht bedeckst oder die nicht in einer Reichweite liegen. Und das sind entsprechend der Vorstellung, die ich von deiner Größe habe, nicht viele. Und nicht sehr trostreiche Gegenden. Und besonders die Ehe ist nicht darunter. Weiter, Zitat. Also immer Brief an den Vater. Richtiger trafst du mit deiner Abneigung mein Schreiben und was dir unbekannt damit zusammenhing. Hier war ich tatsächlich ein Stück selbstständig von dir weggekommen, wenn es auch ein wenig an den Wurm erinnert, der, hinten von einem Fuß niedergetreten, sich mit dem Vorderteil losreißt und zur Seite schleppt. Er bleibt übrig, er ist vielleicht frei, als Verletzter, sag mal, als Invalide. Und das kann man eigentlich, denke ich, auch in psychischer Hinsicht sehr wohl von ihm sagen. Franz Kafka. Jetzt zu dem Selbstbild Kafkas.
wenn ich etwas zu tun anfing, was dir nicht gefiel und du drohtest mir mit dem Misserfolg, so war die Ehrfurcht vor deiner Meinung so groß, dass damit der Misserfolg, wenn auch vielleicht erst für eine spätere Zeit, unaufhaltsam war. Ich verlor das Vertrauen zu eigenem Tun. Ich denke, da muss man gar nichts sagen, nur sagen, armer Mensch. Ich zitiere, der Vater verlangte, sein Sohn habe eine Familie zu begründen wie er und verhinderte dies zugleich, indem er ihm laufend sein Ungenügen vorhielt. Umgekehrt betrachtete Kafka sein Schreiben als einzige Möglichkeit, vom Vater loszukommen und versuchte zugleich immer wieder vergeblich dessen Anerkennung dafür zu gewinnen. Jetzt aus dem Es stand ein Briefwechsel mit der Berlinerin Felice Bauer, so ab 1912. Und das war dann dieser 1912, also der Briefwechsel war schon ein bisschen davor. Das war der kreative Ausbruch von Kafka, von Franz Kafka. Er war begeistert, es war genau die richtige Partnerin für ihn. Er glühte, und da schrieb er auch in so einem Rausch, der Verschollene. 1914 kommt es zur Verlobung und einige Monate später zur Endlobung, also peinlicher, demütigender, geht schon fast nicht mehr. Und daraufhin schreibt er dann, das muss ich mal kurz sagen, der Prozess. Und falls ihr den Prozess kennt, wisst ihr, wie es ausgeht. Wenn nicht, sag's schnell, dieser Josef K., also das steht eigentlich für Kafka, wird abgeschlachtet mit einem Schlachtermesser. Dieses Scheitern und seine damit einhergehenden Schuldgefühle machte Kafka zum Thema seines kurz darauf entstehenden Romans Der Prozess. Hab's gerade erklärt. Vollends eskaliert dieser Streit mit dem Vater, als Franz sich verlobt und sein Vater offenbar nie mit den Frauen, Franz verlobt sich mehrfach, einverstanden ist. Als Alternative zur Verlobung oder zur Affäre, die womöglich Nachwuchs mit sich bringt, empfiehlt der Vater seinem Sohn den Besuch im Bordell und bietet sich an, dass er mit ihm hinginge, wenn er zu schüchtern sei. Die wiederholte Empfehlung zum Bordellbesuch auf die Mitteilung hin, dass er sich verlobt habe, ist schmerzhaft erniedrigend. Also stellt euch bitte vor, ich meine, da braucht man eigentlich gar nichts sagen. Und jedes Mal, wenn er sagt, ich hab eine tolle Person gefunden, und sagt er, hey, auf zu zweit in den Puff. So ungefähr in dieser Derbheit. Zitieren weiter. Die literarischen Sohnfiguren, also literarischen in den Erzählungen, in den Romanen, die literarischen Sohnfiguren sind geprägt durch Selbstzweifel, Minderwertigkeit und Schuldgefühle. Da spiegelt sich, Franz Kafka, da spiegelt sich das Vater-Sohn. Verhältnis, diese Demütigungen, der Transfer auf Kafkas Einstellung gegenüber seinem eigenen Vater liegt daher nahe, an sich ja logisch. Und jetzt ein Nachruf auf Franz Kafka nach seinem Tod, also 1924, von seiner Übersetzerin. Es kannten ihn hier nur wenige, denn er war ein Einsiedler, ein wissender, vom Leben erschreckter Mensch. Er war scheu, ängstlich, sanft und gut, aber die Bücher, die er schrieb, waren grausam und schmerzhaft. Er sah die Welt von unsichtbaren Dämonen, die den schutzlosen Menschen bekämpfen und vernichten. Also von den unsichtbaren Dämonen, fällt mir kurz ein, Büchner, Dantons Tod, ich verkürze mal das Zitat, Marionetten sind wir am Draht gezogen. Der menschliche Einflussnahme ist gering. Wir sind nichts werden und so weiter. Wir sind Marionetten. Das ist das Bild, was Kafka letztendlich von sich hat und was sich widerspiegelt in seinen Werken. Die Bedeutung des Schreibens, ihr habt hier eine Einheit von Biografie und Werk. Also ich tue jetzt nicht irgendwas biografisieren, sagen wir mal so, und reindeuteln. Das ist einfach gegeben bei Kafka. Einheit von Biografie und Werk, Zitat, der Roman bin ich,
Meine Geschichten sind ich. Brief an Felice Bauer, 1913. Selbsterforschung und Schreibtherapie, also in Tagebüchern. Aber jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden, wie man die Fernrohre jetzt gegen Kometen richtet. Also mindestens eine Zeile auf ihn hin. Das brauchte er. Er musste wissen, wo stehe ich noch in dieser Situation? Sein Leben ist ein permanenter Schreibanlass. Sein Leben ist auch schwer genug. Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und ich kann nichts anderes sein. Brief an Felice Bauer, 1913. Er kann nur so leben, indem er schreibt, indem er das in Worte fasst, was in seinem Inneren ist. Das gibt ihm noch, ja, Stabilität, psychische Stabilität. Das Schreiben ist auch ein Emanzipationsakt gegenüber dem Vater. Meine Eitelkeit, mein Ehrgeiz litten zwar unter deiner für uns berühmt gewordenen Begrüßung meiner Bücher, leg's auf den Nachttisch. Auf gut Deutsch heißt es, schmeiß es ins Altpapier. Meistens spieltest du ja Karten, wenn ein Buch kam. Aber im Grunde war mir dabei doch wohl, weil jene Formel mir klang wie etwas, jetzt bist du frei. Jetzt die Bedeutung des Schreibens für Kafka. Schreiben ist Leben. Kafka gibt in den Phasen, in denen er am Verschollenen schreibt, das Ziel auf, sich vor allem als Jurist, Ehemann und Familienvater zu bewähren und sieht in der Konzentration auf das Schreiben die ergiebigste Richtung seines Wesens. Er habe seine Entwicklung nun vollzogen, schreibt er. Und das Ziel, die Büroarbeit aus dieser Gemeinschaft hinauszuwerfen, um sein wirkliches Leben anzufangen, das ganz der Kunst des Schreibens gewidmet ist. Ich sage schon mal als Information. Kafka war ein brillanter Jurist. Das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Nur das zählte für ihn nicht. Und für den Vater ist es auch nicht. Zusammenfassung. Ausgewählte Auszüge aus Tagebucheinträgen Kafkas rund um die Entstehungszeit des Verschollenen sowie Ausschnitten aus seinen Briefen an Felice Bauer zeigen, wie stark die Einheit von schriftstellerischem Werk und Leben bei Kafka ist. Außerdem wird deutlich, dass es Kafka mehr auf den Prozess des Schreibens ankommt, als auf das Ergebnis seiner schriftstellerischen Arbeit. Kafka hatte beim Schreiben kein Leserpublikum vor Augen, auch wenn einige Texte zu Lebzeiten publiziert wurden, schrieb er in erster Linie für sich. Nun, 5 Eckpfeiler von Kafkas Leben. Die sind jetzt antithetisch aufgebaut, aber sie geben so einen Überblick, also eine Abrundung, Zusammenfassung. Prag hatte immer diese Sehnsucht wegzuziehen und war trotzdem verhaftet in der Altstadt. Kafka lebte die meiste Zeit in seiner Familie. Also jetzt überlegt euch doch mal bitte. Die meiste Zeit in dieser Familie, mit diesem Vater, im Krieg, also im Ersten Weltkrieg, bei seinen Schwestern und dann ganz, ganz kurz, ich glaube, anderthalb Jahre in Berlin bei seiner neuen Partnerin. Dann bekam er Tuberkulose, er spuckte Blut und musste wieder zurück. Ganz kurz zu den Schwestern. Alle wurden in KZs ermordet 1942 und 1943. Also damit ist auch klar, was Franz Kafka gedroht hätte, wäre nicht so früh mit 1924 gestorben. Zum Judentum. Ihr habt hier diese religiöse Gleichgültigkeit auf der einen Seite und die Suche nach Identität. Denn Kafka hatte Interesse am Zionismus. Also eine politische Bewegung, dass die Juden in Palästina wieder ihre, sag mal, angestammte Heimat finden. Und er überlegte sich eine Auswanderung nach Palästina. Nur eine Überlegung. Zum Brotberuf hatte er Sicherheit und Anerkennung und Erschöpfung und Last.
zum Beruf, wiederhole es nochmal, er war Jurist, er arbeitete in einer Versicherung für Arbeitsunfälle. Er war promoviert, er war extrem erfolgreich, er wurde in seiner Zeit ständig befördert, er machte Karriere, muss man ja auch überlegen. Und gleichzeitig wohnte dieser brillante Jurist gedemütigt in seiner Familie. Zu den Frauen, er suchte nach Bindung und gleichzeitig hat er das Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Was war Kafkas Angst? Die Frauen behindern sein Schreiben, nehmen die Zeit von seinem Schreiben weg. Familie, Widerstand und Bindung. Was Kafka fehlt in seiner Biografie, ist die Abnabelung. Viertens, Roman, Aufbau als Serialisierung. Ich werde dir sagen, was ist Serialisierung? Das ist ein bestimmtes Grundschema, das variiert, an mehreren Stellen des Romans auftaucht. Ihr müsst jetzt mal überlegen, wie Kafka getickt hat möglicherweise. Kafkas Idee war, diesen Roman als Stationenroman aufzubauen. In einzelne Teile hat er doch den Heizer als dieses Kapitel, das erste Kapitel, als Einheit veröffentlicht. Also ein Stationenroman, der dann schrittweise den Abstieg Karls zeigt. Ich gebe euch jetzt zwei Beispiele, es gibt mehr, gell? Zwei unterschiedliche Ansätze, wie man diese durchlaufend gleiche Struktur in diesem Roman zeigen kann. Und es ist sinnvoll, dass man sich vielleicht diese Serialisierung sich vor Augen führt oder vielleicht sogar lernt, weil an dir kann man zeigen, was war davor, was war danach. Es geht ja immer sehr, sehr parallel und man kann es dann auch entsprechend interpretieren. Also von daher ist diese Serialisierung eine Hilfsmöglichkeit für Inhalt und Interpretation und auch eine Möglichkeit, das spielt jetzt für euch keine Rolle, eine Möglichkeit zu überlegen, wie wohl die Teile ausgesehen hätten, die uns fehlen, also ein Fragment, ja, die möglicherweise die Kafka geschrieben hat. Ja. So, fünf Handlungsschritte. Erster Handlungsschritt, Kapitel 1, der Heizer, Ort, ein Schiff im Hafen von New York. Handlung, jetzt betone ich ein bisschen in euren Augen blöd, aber ihr werdet gleich kapieren, warum. Anschluss Karls an den Heizer. Eingreifen des Onkels. Trennung Karls vom Heizer. Zweiter Handlungsschritt, Kapitel 2. Der Onkel, Ort, das Haus des Onkels. Handlung, Anschluss Karls an den Onkel. Eingreifen Plünders. Trennung Karls vom Onkel. Dritter Handlungsschritt, Kapitel 3. Ein Landhaus bei New York. Ort, das Landhaus von Polunder. Handlung, Anschluss Karls an Polunder. Eingreifen Claras und Greens. Trennung von Polunder. Vierter Handlungsschritt, Kapitel 4. Der Marsch nach Ramses. Ort, ein kleines Wirtshaus, die Straße nach Ramses und das Hotel Occidental. Handlung, Anschluss Karls an de la Marche und Robinson, Eingreifen der Oberköchin, Trennung Karls von de la Marche und Robinson. Fünfter Handlungsschritt, Kapitel 5, im Hotel Occidental, Ort, das Hotel, Handlung, Anschluss Karls an die Oberköchin und Therese, Kapitel 5, der Fall Robinsons, wieder Ort, Hotel, das Hotel, Handlung, Eingreifen Robinsons und des Oberkellners, Trennung Karls von der Oberköchin und von Therese. Also das Handlungsmuster ist Anschluss, Eingriff oder Eingreifen, Trennung. Also ein junger Neuankömmling bekommt gesellschaftlichen Anschluss, hat vorübergehend Erfolg, scheitert und Neubeginn. Stationen, zack, 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 immer gleiche Muster. Jetzt gibt es eine andere Möglichkeit der Interpretation dieser Serie. Die variierte Sündenfallgeschichte, auch wieder drei Teile. Aufnahme in die Gemeinschaft und Regelakzeptanz. Also die Bibelgeschichte ist 1. Mose 2, 4b bis 3, Kapitel 3, 24. Gemeinschaft von Gott und Mensch, also Paradies.
und auch kein Essen vom Baum der Erkenntnis, also Regelakzeptanz. Zweitens, Verstoß gegen Regeln oder Konventionen, also eine Verfehlung. Jetzt ist es klar mit der Bibel. Essen vom Baum der Erkenntnis, also Verführung durch die Schlange. Erst ist es Eva und dann ist es der Adam. Dritter Teil. Vertreibung aus dieser Gemeinschaft, meist Strafe. Ja gut, in der Bibel ist klar, Vertreibung aus dem Paradies. So, ich gehe es am Roman entlang. Erstens, Vorgeschichte. Gemeinschaft in der Familie. Karl wird vom Dienstmädchen verführt, Produkt ist ein Sohn. Verfehlung. Strafe, Verbannung nach Amerika. Zweitens, Onkel. Gemeinschaft mit dem Onkel und die gleiche eine Adoption im Blick auf die Nachfolge. Ihr denkt an die Szene im Schiff, wie er so mehr oder weniger als Akt diesen Karl adoptiert. Erkenne, dass ich dein Onkel bin und so weiter. Unwissentlicher, also das ist wichtig, unwissentlicher Regelverstoß gegenüber dem Onkel durch die Annahme der Einladung von Polunder. Dann habt ihr Clara und die Intrige Greens. Das Ultimatum wird verstreicht, also bewusst herbeigeführt. Vertreibung Karls aus der Gemeinschaft. Er steht dann allein mit seinem wiedergewonnenen Koffer auf der nächtlichen Landstraße. Also da hat er mir unheimlich leid getan, sage ich mal so. Da steht er nun da, nachts. Drittens, Landstreichergemeinschaft. Gemeinschaft oder Kameradschaft mit den Landstreichern oder Kleinkriminellen. De la Marche und Robinson. Beide beuten Karl aus, Normverstoß, Aufbrechen des Koffers und Entwendung des Elternfotos, das ist absoluter Normverstoß, und Austritt Karls aus dieser Gemeinschaft. Viertens, Hotelgemeinschaft. Gemeinschaft im Hotel dank der Oberköchin und weiteres Mitglied sie Therese. Regelverstoß, kurzes Verlassen des Liftplatzes und nach dem so übertriebenen Prozess fristlose Entlastung, und dann geschieht dann diese Flucht, die überstürzte Flucht vom Oberportier. Dadurch ist ja der Karl ohne Papiere, ohne Koffer und ohne Geld. Es gibt weitere Gemeinschaften, also später bei den Fragmenten, da klappt das Schema eben nicht mehr. Gemeinschaft mit Brunelda, also diesem Koloss von Weib, Romanfragment, Normverstoß, und Verstoßung fehlen. Dann habt ihr die Gemeinschaft mit dem Theater Oklahoma im Romanfragment. Normverstoß und Verstoßung fehlen. So, das waren jetzt diese Möglichkeiten der Serie. Jetzt kommt der fünfte Punkt. Karl Rossmann zwischen subjektiver Zuversicht und objektiven Scheitern. Der Name Karl Rossmann. Karl steht für einen freien und einen tüchtigen Mann. Denkt dran, Prag, Karls Universität, Karlsbrücke, also Karl, Himmel gehoben. Jetzt Rossmann. Das ist eine kentaurische Verschmelzung von Mann und Pferd. Was sind die Kentauren? Das sind Pferdemänner in der griechischen Mythologie. Also, die haben einen menschlichen Oberkörper und einen tierischen Unterleib, also zwei Körperhälften. Googelt's, guckt's euch an. Das habe ich auch so gemacht. Also, und dadurch habt ihr auch eine Zweiteilung in der Psyche, den rationalen, sittsamen Teil und den animalisch-triebhaften. Naja, gut, in der griechischen Mythologie könnt ihr euch überlegen, welcher Teil dominiert. Naja, Pferdemänner, animalisch-triebhaft. Und sie werden aus der Gesellschaft verstoßen. Jetzt zu unserem Karl Rossmann, also Rossmann von Karl. Er hat ein anderes, das gegensätzliche Problem. Eine Unvereinbarkeit von dem rationalen Sittsamen mit dem animalisch Triebhaften. Und dadurch misslingt ihm die Entwicklung zu einem freien und tüchtigen Mann. Und auch er wird aus der Gesellschaft ausgestoßen. Nur zum anderen Grund, wie die Kentauren. Er ist es, der das animalisch Triebhafte verdrängt und es tritt ihm immer wieder entgegen in mehreren Frauengestalten. Einmal die Johanna Brummer, also die Köchin oder Dienstmädchen, die ihn vergewaltigt hat eigentlich fast schon. Dann die Clara und natürlich die Brunelda.
Jetzt werdet ihr sagen, das blickt man nicht ganz. Jetzt kommt der nächste Teil und jetzt erkläre ich das psychologisch oder psychoanalytisch. Karl, gespaltenes Ich. Ich zitiere. Karl Rossmann ist, wie alle Helden Kafkas, der Repräsentant eines dissoziierten, zersplitternden Ichs. Dissoziation ist ein Auseinanderfallen psychischer Funktionen, die normalerweise zusammengehören. Das ist ja die Trennung, was ich vorhin schon erklärt habe. Jetzt das Instanzenmodell nach Freud. Ihr habt so da Über-Ich, Ich und Es. Ich werde es ein bisschen erklären für Leute, die es nicht kennen. Also, ich starte mal mit dem Ich, mit der Persönlichkeit des Individuums, das nennt Freud Ich. Es ist das Realitätsprinzip. Es koordiniert die Wünsche des Es und die Forderungen des Über-Ichs. Also, die Wünsche des Es, ich führe mal kurz durch. Alle Männer sind Schweine, sie wollen nur das eine. Das Es, Triebhafte. Und dann kommt natürlich die Forderung des Über-Ichs. Hallo, das kann man nicht machen, dann auf sie draufstürzen. Geht nicht, gibt's Ärger mit ihr und auch mit dem Gesetz und so weiter. Man überlegt, also Realitätsprinzip überlegt, ist das Ding brauchbar, ist es schädlich, habe ich Ärger an der Backe, ich gebe die Triebbefriedigung vielleicht für einen Moment auf, ich suche einen anderen Weg, ich gehe Kompromisse ein, vielleicht kontaktiere ich diese Person, diese weibliche Person, vielleicht klappt es dann irgendwann mal doch und so weiter. Das ist das Ich, es steuert es aus und überlegt Schaden, Nutzen und so weiter. Jetzt habt ihr das Über-Ich, das Wissgewissen, Moralitätsprinzip, ich darf, oder natürlich, vielleicht noch wichtiger, ich darf nicht. Und das erzeugt natürlich dann auch Schuldgefühle und Angst, das könnt ihr euch ja vorstellen. Es sind die Verhaltensnormen der Gesellschaft, die Vorschriften und natürlich auch die eigenen Ideale, die man hat, vor denen man bestehen will. Es ist zum Es, Instinkte, sexuelle und aggressive Triebe, Bedürfnisse, Wünsche, Energiepotenzial. Also bitte, tu das Es nicht negativ ansehen. Das Es ist so der Motor, der Power gibt. Aber das Es steht für keinen Aufschub, keine Hemmung, keine Moral. Es ist das Lustprinzip. Ich will jetzt. Und das ist sofort. Beispiel, jetzt bis auf den Karl bezogen. Eine Person, die sehr pflichtbewusst ist, die sehr gesetzestreu, pünktlich und zuverlässig ist, unterdrückt aber seine eigenen Bedürfnisse. Ein starkes Über-Ich, ein unterdrücktes Es, gibt ein schwaches Ich, also mit Angst besetzt. Wichtig ist der Ausgleich. Also Ich-Stärke heißt der Ausgleich von Es und Über-Ich. Und Ich-Schwäche heißt, der Ausgleich ist nicht möglich und so entstehen dann nach Freud Neurosen. Der zentrale Trieb nach Freud ist der Geschlechtstrieb. Naja gut, und dieser Geschlechtstrieb wird durch Normen, also durch das Über-Ich, unterdrückt. Also ich kann nicht auf jede Frau losstürzen, das geht nicht. Und das Ergebnis sind Konflikte und Störungen oder Neurosen. Also von außen diktiert. Diktierte Normen werden im Inneren des Einzelnen aufgenommen. Also von außen, die Normen gehen ins Innere. Haben dann psychologische Auswirkungen. Das haben wir bei Kafka gesehen. Also die Verinnerlichung ich fremder Autorität wird dann zum Konflikt im Individuum. Ihr habt hier diese Verinnerlichung von ich fremder Autorität, ist der Vater, was er vorausgesagt hat. Und er programmiert Kafka genau so. Jetzt nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassend. Instanzenmodell. Über-Ich, moralische Instanz, die Forderungen von Geboten, Gebote und Verbote. Dann habt ihr die Realitätsprinzip, die Kontrolle, das Ich, kritischer Verstand, Triebverzicht und Triebaufschub, also die Reaktion. Dann habt ihr den dritten Punkt, das Lustprinzip, die Forderung des Lustprinzips, Bedürfnisse des Libido und so weiter. Das sind die Reize von außen, von der Umwelt. Das werde ich sagen, schön und gut. Was hat es mit dem Roman zu tun? Wartet ab, jetzt kommt's. Also, denkt man doch bitte an Karls Bemühen, die Wünsche des Onkels zu erfüllen. Karl ist ein Musterknabe. Der tut alles. Also, der Idealschüler, ich würde sagen, der Streber,
ja, vielleicht bestes Wort, Streber. Der lernt intensiv Englisch, reitet, spielt aber fast kein Klavier. Onkel stört's. Geht nicht auf den Balkon. Passt ja dem Onkel auch nicht so richtig. Will unbedingt beim Plunderbesuch zum Onkel zurück. Gib mir ein Auto, ich will zurück zu meinem Onkel. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Kennt ihr ja die Stelle. Jetzt im Hotel. Die Oberköchin sagt zu ihm, jetzt Junge, jetzt warte mal einen Tag, gehst du in die Stadt, guckst du die Stadt an und dann fängst du am nächsten Tag an. Nee, sagte Karl, nee, ich fange sofort den Weg an. Ich will sofort arbeiten und nicht vor die Stadt besuchen. Das könnt ihr nachlesen, Seite 128. Und das dortige Wert- und Normensystem wird sofort verinnerlicht. Denk doch mal dran. Sein Aufzug, also der Lift glänzt. Karl ist extrem höflich. Extremes Pflichtbewusstsein als Liftjunge aus dem Werk auf Seite 135. Aber immer wieder schien es ihm, dass alle anderen in ihrem Leben einen Vorsprung vor ihm hätten, den er durch fleißigere Arbeit und ein wenig Verzichtleistung ausgleichen müsse. Also wieder über ich. Ähnliche Über-Ich-Sicht nach dem Gespräch mit dem Studenten. Denkt dran, das war da hinten die Stelle bei Brunelda. Karl wird da zusammengeschlagen von de la Marche. Es ist auf dem Balkon, gut verschmiert und so weiter. Er sieht drüben den Studenten, es ist Nacht. Er sieht, wie der Student arbeitet und spricht mit ihm. Was macht er da und so weiter? Wie ist Amerika? Und er fragt ihn, soll ich bei dieser Brunelda bleiben? Der Student sagt, ja, bleib nur dort. Und jetzt, nach diesem Gespräch, denkt Karl, er wollte nur an das Interesse des Geschäftes denken, dem er zu dienen hätte, der Seite 245. Und schon nach diesem Gespräch meldet sich wieder sein Über-Ich. Ich will es perfekt machen, wirklich perfekt. Jetzt sind wir in Brunelda's Chaos und der Verwahrlosung. Und er bleibt seiner Linie treu, Engagement an sich und natürlich, muss man auch mal sagen, für Anerkennung. Seite 249. Da er sich nun einmal entschlossen hatte, hier zu bleiben, wollte er auch gleich seinen Dienst versehen. Und der Lamar schimpft wie blöd, sein verdammter Diensteifer. Verdammter Diensteifer bezieht dann auf Karl. Auch auf Seite 249. Und jetzt der letzte Satz vor den Fragmenten. Der letzte Satz. Brunelda nickte de la Marche befriedigt zu und reichte Karl zum Lohn eine Handvoll Keks. Wofür? Für die zusammengekratzten Frühstücksreste. Ich zitiere. Wie einst beim Onkel in New York und später als Liftjung im Hotel Occidental ist er nun auch als Diener Brunelda's bestrebt, seine Aufgaben gut und gewissenhaft zu erledigen. Wieder identifiziert er sich mit den Erwartungen anderer und verliert dabei seine eigenen Interessen allmählich aus dem Blick. Jetzt ist interessant, Karl teilt seinen Liftdienst ja mit einem charakterlich total entgegengesetzten Jungen, nämlich dem Brunel. Ich zitiere auf Seite 130. Er hatte einen eleganten Privatanzug, in dem er an dienstfreien Abenden leicht parfümiert in die Stadt eilte. Jetzt ich zitiere. Man kann ihn als eine Art Abspaltung des Protagonisten auffassen. Während Karl ganz auf sein Über-Ich fixiert ist, repräsentiert Renel in seiner starken Lustbetonung das verleugnete Es. Der verdrängte Teil von Karls Persönlichkeit kehrt gewissermaßen mit dieser Figur ins Blickfeld zurück. Und jetzt gehen wir noch andere Sachen, die kennt ihr auch. Ihr habt ja den betrunkenen Robinson, hacke zu, schleift ihn dann, der Karl, diesen Besoffenen, in den Schlafsaal der Liftjungen und legt ihn in Ronells Bett. Also beide, Robinson wie Ronell, stehen für Lust und Bedürfnisbefriedigung, also für das Es. Und Karl ist in seinen Handlungen, in seinen Gefühlen total vom Über-Ich bestimmt, das wisst ihr ja. Und er sieht in dem Auftauchen des Hackezunen Robinson eine Störung seines Dienstplanes. Ich zitiere, das Über-Ich ist alarmiert durch das Auftauchen des Es. Jetzt Handlungsschritte, Auf- und Abstieg Karls. Also ich starte jetzt mal ganz unten. Handlungsschritt, also der erste, Emigrant,
unten im Schiff. Jetzt zup, nach oben. Zweiter Handlungsschritt, Ziehsohn eines Staatsrats bzw. Senators. Dritter Handlungsschritt, Gast eines Geschäftsmanns. Und jetzt kommt der langsame Abstieg. Vierter Handlungsschritt, Begleiter arbeitsloser Schlosser. Fünfter Handlungsschritt, Liftjunge im Hotel. Sechster Handlungsschritt, Diener Brunelders. Siebter Handlungsschritt ist Negro. Und vermutlich hat er das Wort Negro, oder sag ich mal, übersetzt mal, weil es dann exakt trifft, Neger, wurde das Bordell so genannt, also total abwertend, Abschaum. Und dann verschollen. Also mit dem Geben des Namens Negro, den er bei dieser Aufnahmebehörde dann nennt, hat er seine Identifikation aufgegeben und ist verschollen. Ich denke, er wird es nicht überleben. Jetzt Abstieg im Zeitraffer, das ist auf Seite 280, bei der Bewerbung beim Theater von Oklahoma. So meldet er sich sogleich als Ingenieur. Was aber jetzt geschieht, spiegelt in gewissem Grade die Entwicklung Karls im Roman wider. Er wird schrittweise degradiert. Von der Kanzlei für Ingenieure wird er zur Kanzlei für Leute mit technischen Kenntnissen und von dort zur Kanzlei für gewesene Mittelschüler, schließlich zur Kanzlei für europäische Mittelschüler geschickt. Als schließlich sein Name registriert werden soll, reagiert Karl merkwürdig. Er nennt den Rufnamen aus seinen vorherigen Stellungen Negro, indem er seinen eigenen Namen aufgibt und sich einen Nicht-Namen aneignet, verliert er seine ursprüngliche Identität. Als Alias, also zusätzlicher Name, wählt er zudem einen Begriff, der damals den unteren Rand der gesellschaftlichen Anerkennung in der amerikanischen Gesellschaft markiert, der für Unterdrückung, Diskriminierung und Ausgrenzung steht. Und das gilt natürlich auch für das deutsche Wort Neger. Karls Abstieg. Er hat sehr viele Erfahrungen gemacht, aber wenig Reflexionen oder keine Reflexionen. Er vollzieht keine Reifung, er findet keine Bestimmung seiner Person, also keine Aufgabe, wo er sagt, ja, die ist mir in dieser Welt gegeben. Er hat nur Verlust seiner Identität. Also es ist kein Entwicklungsroman oder ein Anti-Entwicklungsroman. Es gibt so ein paar Punkte, wo man sagen kann, er reflektiert jetzt sehr wohl. Denkt mal dran am Anfang beim Onkel auf der Seite 39. Denn auf Mitleid durfte man hier nicht hoffen. Und es war richtig, was Karl in dieser Hinsicht über Amerika gelesen hatte. Nur die Glücklichen schienen hier ihr Glück zwischen den unbekümmerten Gesichtern ihrer Umgebung wahrhaft zu genießen. Und er merkt auch, dass Engagement, Ehrlichkeit, Wahrheit, alle seine Werte, die er aus Europa, aus dem alten Europa mitgebracht hat, teilweise sinnlos sind. Es ist unmöglich, sich zu verteidigen, wenn nicht guter Wille da ist, sagte sich Karl und antwortete dem Oberkellner nicht mehr. Das ist Seite 171. Ihr wisst, es ist dieser Prozess Oberkellner und Oberportier, wo sie ihn vernichten letztendlich. Und es gibt einen Mini-Lernprozess im Bordell für Karl, nachdem der Bordellchef ihn fertig gemacht hat und niedergemacht hat und gesagt hat, hey, warum bringst du die Brunelda erst so langsam und warum bist du nicht pünktlich und so weiter, so läuft das absolut nicht. Jetzt Zitat. Auf solche Reden hörte Karl kaum mehr hin. Jeder nützte seine Macht aus und beschimpfte den Niedrigen. War man einmal daran gewöhnt, klang es nicht anders als das regelmäßige Uhrenschlagen. Seite 267. Zusammengefasst, der Mythos der unbegrenzten Möglichkeiten, American Dream, scheitert hier. Und damit scheitert möglicherweise, oder damit antizipiert Kafka seine Auswanderungssehnsucht. Möglicherweise. Er hat da durchgespielt dran. Es ist ein durchgespieltes Experiment von Kafka an Karl natürlich, aber natürlich auch am Heizer und an Giacomo, diesem
einen kleinen Italiener, der dann am Lift eingeschlafen ist und der ganz am Ende bei der Bewerbungsgeschichte im Tourtheater wieder aufkreuzt, als sie dann an dieser langen Tafel sitzen. Aber er ist der gleiche geblieben. Ne? Er wurde nicht das, was die Oberköchin gesagt hat, er wird auch einmal ein guter Amerikaner werden und so weiter. Nee, er ist schmächtig geblieben, klein geblieben. Und dein Englisch ist so katastrophal, dass man es kaum versteht. Woran scheitern all diese Personen? Sie scheitern an autoritären Vaterfiguren, also Onkel, Green, Oberkellner, Oberportier, die wegen Nichtigkeiten abstrafen und vernichten. Und genau das ist ja auch die familiäre Situation von Franz Kafka. Zitiere, aufgrund seiner positiven, optimistischen Lebenseinstellung fällt es leicht, sich mit dem Protagonisten Karl Rossmann zu identifizieren und ihn auf seinem Weg durch Amerika zu begleiten. Dabei wird dem Leser aber immer wieder vor Augen geführt, dass ein Mensch trotz allem guten Willen scheitern kann, wenn ihm seine Umwelt feindlich gegenübersteht. Sechstens, Karl als Widerspiegelung von Kafkas Lebensgefühl. Und das ist ein bisschen ein persönlicher Teil von mir, auch von der Interpretation, also bitte seid kritisch. Okay? Bedeutung biografischer Bezüge. In diesem Zusammenhang sind auch die biografischen Bezüge und Parallelen bedeutsam. Michael Müller arbeitet plausibel heraus, dass sich Kafka dem durch zu Hause das Recht auf individuelle Entfaltung abgesprochen wurde, und der durch eine patriarchalische Ordnung in einem Zustand völliger Unfreiheit gehalten wurde, dadurch in der klassischen Situation des Auswanderungswilligen befunden habe. Ja, was will er sonst machen? Ja, des Auswanderungswilligen befunden habe und durch sein Schreiben die Möglichkeit einer Emanzipation gedanklich durchgespielt habe. Der Amerika-Roman, also dieser hier, der Verschollene, der Amerika-Roman stelle so wie der Text das Urteil, das Erproben einer Flucht dar. Das ist mein Interpretationsansatz. Also ich versuche es zu zeigen, das Verhältnis von Karl und Kafka. Das ist für mich sehr, sehr parallel. Sehnsucht nach Anerkennung. Karl verteidigt in der Kapitänskajüte den ihr eigentlich unbekannten Heizer, das wisst ihr ganz am Anfang, ist das, auf der Seite 25. Karl allerdings fühlte sich so kräftig und bei Verstand, wie er es vielleicht zu Hause niemals war. Wenn ihn doch seine Eltern sehen könnten, wie er im fremden Land vor angesehenen Persönlichkeiten das Gute verfocht, würden sie ihre Meinung über ihn revidieren, ihn zwischen sich niedersetzen und loben, ihm einmal in die ihnen so ergebenen Augen sehen? Ach, da spürt man doch diese Sehnsucht nach Anerkennung Karls. Also jetzt nehmen wir mal einen Kafka. Er will anerkannt werden als Schriftsteller. Er bringt immer und immer wieder seine Bücher seinem Vater, der nur Kartenspiele im Kopf hat. Und er sagt nur, auf den Nachttisch. Oder er hätte auch genauso sagen können, in die Altpapiertruhe. Und so weiter. Gell? Auch Kafka, diese Sehnsucht, der eigentlich wüsste doch genau, wie der Vater regiert. Aber er denkt immer mal beim nächsten Buch, er wird mich doch anerkennen. Ihr habt das Selbstbild Kafkas auf der Seite 5. Ihr habt die Bedeutung des Schreibens auf Seite 6 von meinem Manuskript. Verinnerlichte Schuld. Also Karls innere Einstellung ist, er ist immer schuldig, er verdient keinen Freispruch. Er ist schuldig, Punkt. So, jetzt die Oberköchin verteidigt ihn bei diesem Prozess, wo der Oberkellner ist und der Oberportier, ihr wisst ja, was ich spreche. Das Zitat steht jetzt auf Seite 167. Was die Oberköchin sagte, war natürlich sehr freundlich gemeint, aber unglücklicherweise erschien es ihm, als müsse es gerade durch das Verhalten der Oberköchin zutage treten, dass er keine Freundlichkeit verdiene, dass er die Wohltaten der Oberköchin 2 Monate unverdient genossen habe, ja, dass er nichts anders verdiene, als unter die Hände des Oberpostiers zu kommen. Er hat keine Schuld und sieht sich total schuldig und ist überzeugt, ich verdiene keine Spur.
diene keine Freundlichkeit. Und die Sache mit dem Oberportier, die ist eine Antizipation. Das kommt ja erst 10 Seiten später. Aber er sieht, ich verdiene nichts anderes, als misshandelt zu werden. Jetzt self-fulfilling prophecy, also sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ihr denkt an den Volltrunkenen, also den Hacke zu. Robinson im Hotel, Zitat auf Seite 149. Hört mal, das ist der Gedanke, den Karl sofort in dieser Situation hatte. Konnte man einen Liftjungen weiter dulden, der solche Freunde hatte, von denen er sich überdies während seiner Dienststunden besuchen ließ? Er antizipiert schon die Entlassung in sich. Es kann nur die Entlassung bedeuten, ich verdiene ja auch nicht mehr. Und die Entlassung kommt erst 7 Seiten später, auf Seite 156. Und jetzt gehen wir mal bei Kafka rein. Der Kafka ist auf Schuld programmiert. Ich zitiere aus dem Brief an den Vater. Ich hatte vor dir das Selbstvertrauen verloren. Dafür ein grenzenloses Schuldbewusstsein eingetauscht. Zitat, Innovation. Die von außen kommende Macht kann irgendwann nicht mehr von den inneren Instanzen getrennt werden, sondern das fremde Urteil wird als eigenes akzeptiert, um ein Zerbrechen der Persönlichkeit zu verhindern. Also das heißt, wenn die Persönlichkeit dagegen sagt, nein, ich bin ein guter Mensch, dann knallt es natürlich außen und Fremdeinschätzung und Eigeneinschätzung gegeneinander. Also jetzt nochmal wichtig, das Urteil von außen vom Vater, du bist ein Nichts, geht hinein in das Innere der Person, wird übernommen. Also er programmiert sich auf Schuld, er programmiert sich auf ein Nichts. Jetzt möchte ich mal kurz verdeutlichen aus meinem Psychologieunterricht. Da haben wir uns sehr stark, also das ist nur ein Beispiel, um es klar zu machen, sehr stark beschäftigt mit dem Placebo-Effekt, also das ist der positive Effekt, also ich nehme Medikamente, die haben eigentlich gar keine Wirkung und plötzlich hat es doch eine Wirkung, weil ich es mir einbilde oder weil ich darauf fixiert bin oder weil ich mich programmiere. Dann habt ihr Placebo, das Positive, und der Nocebo-Effekt ist dann im Negativen. Also wenn mir die Katze über den Weg läuft, dann habe ich nachher einen Unfall, dann habe ich auch einen Unfall. Also diese Programmierung. Ich gebe euch ein Beispiel von einem Mann im Kühlwagen. Also es ist Freitagnachmittag, der Kühlwagen steht offen, da bei einer Fleischerei, beim Fleischerbetrieb, Schlachterei, steht er da. Es ist, wie gesagt, Freitagnachmittag, ein Mann ist neugierig, geht nein, Arbeiter geht vorbei, zack, batscht die Tür zu, bums. Am Montag früh machen sie die Tür auf und sie finden den Mann erfroren. Also blau und Frostbeulen, alles, was man so drauf hat. Wie man eine Person sieht, die erfroren ist. Sie sehen das? Nur, jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Kühlanlage war gar nicht eingeschaltet. Das ist die Programmierung. Und so, also das ist ein bisschen ein anderes Beispiel, aber so sehe ich auch Kafkas Programmierung auf Schuld und damit auch die Programmierung Karls auf Schuld. Antizipierter Tod Karls. Ich muss ein bisschen ein paar Sachen erklären, also habt ihr ein bisschen kurz Geduld. Also ich gehe davon aus, dass Karl diese ganze Sache nicht überlebt. Ich weiß, es steht nicht drin, es sind Fragmente, es fehlt uns ja ein Teil, es ist mittendrin abgebrochen. Aber Kafka äußert sich in diese Richtung im Tagebuch, dass es schlecht ausgehen wird. Und die ganze Linie spricht dafür, dass es schlecht ausgeht. Jetzt aus im Manuskript sieht man, dass bei diesem Theater von Oklahoma wird er gefragt, wie er heißt. Ihr wisst ja, er sagt der Negro. Aber in Wirklichkeit stand dort Leo, das ist der Löwe, Leo. Und dann hat es im Manuskript Kafka durchgestrichen und hat Negro eingesetzt. Also bleibt dabei Neger. Darüber hinaus nennt sich Karl im Manuskript bei den Aufnahmegesprächen im Theater von Oklahoma zunächst Leo, was Kafka später aber zu Negro verändert hat. Jetzt, wie kommt er dazu? Es gibt, wir vermuten, eine Inspiration durch ein Foto, das ist bei Hollitscher, und es heißt Idyll von Oklahoma. Das werde ich gleich erklären, aber jetzt warte noch ganz kurz. Ich zitiere weiter. Auch das Naturtheater stellt also eine Metapher für ein Gericht dar. An seinem Ende steht ein Todesurteil. Im Verschollenen erscheint das Theater als Gericht, während im Prozessroman das Umgekehrte zu beobachten ist, denn die Henker, die am Ende des Romans das Todesurteil an Josef
K vollstrecken, erscheinen dort als Schauspieler. Jetzt zum Idyll von Oklahoma. Ich würde euch raten, googelt's mal. Es ist wirklich schrecklich. Also es findet sich bei Arthur Hollitscher, Amerika heute und morgen. Es ist so Kafkas zentrale Quelle seines Amerika-Bildes. Und was zeigt es? Es zeigt einen Lynchmord an einem Afroamerikaner, also er wird aufgehängt, gelyncht. Und davor sieht man weiße Amerikaner. Und das Wort Idyll von Oklahoma ist natürlich reiner Zynismus. Dieses Foto zeigt einen erhängten Schwarzen, damals meist Neger genannt. Hat Kafka für seinen Protagonisten etwa ein ähnlich grausames Ende vorgesehen? Tatsächlich in der Literatur. Ich sage ja. Und jetzt nochmal zu dem Begriff Neger. Ich weiß, es ist nicht keine politische Korrektheit. Nur sage ich jetzt mal von meiner Sicht her, die politische Korrektheit ist temporär. Wenn man unsere deutsche Geschichte betrachtet, letzten 100 Jahren, was war jeweils da politisch korrekt? Und die politische Korrektheit wird eine verlogene, wenn man heutzutage die politische Korrektheit in Russland betrachtet. Reine Lüge. Für mich ist wichtig nicht die politische Korrektheit, sondern die interpretatorische Präzision des Wortes, und das bleibt. Und deswegen benutze ich das Wort Neger, weil es genau die Gefühle in euch hervorruft, die Kafka gemeint hat. Also ich würde euch raten, als Deutschlehrer, tut euch, wenn ihr das mir folgt, das Wort Neger in Anführungszeichen setzen, dann zeigt ihr, dass ihr das Problem mit der Tabuisierung des Wortes kennt, aber dass ihr hier bewusst einsetzt, um etwas, eine Botschaft rüberzubringen, eine interpretatorische Botschaft. Jetzt zu Kafka, das war vorher Karl, jetzt zum Kafka, denkt doch dran, er hat gesagt, ich fühle mich wie ein Sklave gegenüber seinem Vater. Also das ist in meinem Manuskript Seite 4, der Vater-Sohn-Konflikt. Also ich sage mal extrem, also das können wir gleich wieder vergessen. Also aus Kafkas Sicht führte er ein Negerleben, eine Negerunterdrückung durch seinen Vater. Eine Entwertung. Er ist ein Nichts, eine Unterdrückung und so weiter. Und diese Entwertung hat er dann in dem Wort Negro, das eigentlich viel treffender ist, wenn man das Wort Neger hört für uns, übertragen. Also Kafka ist voller Schuldgefühle wegen der Entlobung von Felix Bauer. Also es ist wirklich eine mehr als peinliche Nummer. Er hat dann 1914 den Roman Prozess geschrieben und der Josef K. wird wie ein Hund abgeschlachtet. Und jetzt denkt dran, dieser Josef K., der abgeschlachtet wurde wie ein Hund, und danach schreibt Kafka weiter an dem Roman Der Verschollene, und dann bricht er ab, dann sind nur noch Fragmente. Und deswegen auch meine Prognose, dass es für Karl sehr, sehr übel ausgehen wird. Zitiere: Vor dem biografischen Hintergrund verwundert es kaum noch, wenn Kafka seine Hauptfigur, also Josef K. in dem Fall, am Ende zum Tode verurteilt. Seine eigene Krankheit, also Tuberkulose, seine eigene Krankheit erscheint fast als Selbsthinrichtung. Das finde ich ein interessanter Ansatz. Ich lasse aber mal so stehen. Also Kafka, der Auswanderungswillige, erprobt seine Auswanderung und kommt zum Ergebnis, Idyll in Oklahoma, er wird scheitern. Er wird, weil er permanent schuldig ist, zum Tode verurteilt und dieses Urteil wird auch vollstreckt werden. Beim Idyll von Oklahoma ist es ein Lynchmord. So, jetzt kommt noch ein ganz, ganz persönlicher Teil. Der steht jetzt nicht im Manuskript. Die Frage ist, welche Botschaft hat das Werk für mich persönlich? Ich nehme jetzt ein Zitat, das ich vor einigen Monaten gelesen habe. Das Tun zählt und nicht der Sieg. Es handelt sich um einen Artikel über Sophie Scholl, ihr kennt sie, die Widerstandskämpferin im Dritten Reich. Entweder war es ein Zitat von ihr oder wurde ihr zugeschrieben oder war es eine Überschrift nur zu ihrer Person. Das ist jetzt egal. Nochmal, das Tun zählt und nicht der Erfolg. Also subjektiv fühlt sie sich natürlich auf der Seite des Guten. Also sie zweifelt nicht an dem, was sie vertreten und getan hat. Aber objektiv wird sie ja hingerichtet, wird sie ja getötet, ermordet, exekutiert. Ja?
Und ich meine, sie wird sich natürlich auch ein paar Minuten vor der Exekution überlegt haben, ich habe nichts erreicht. So, und heute wird das Objektive dem Subjektiven angeglichen. Das Subjektive und Objektive ist identisch, nämlich Sophie Scholl ist die Siegerin, es ist das Vorbild, es ist die Identifikationsfigur geworden. Nächster Schritt. Das Tun zählt und nicht der Sieg, jetzt auf Franz Kafka bezogen. Subjektiv ist er ganz tun, ganz schreiben. Der Beruf zählt ja für ihn nichts. Und objektiv ist er erfolglos. Und heute subjektiv, Zentrum, und objektiv identisch. Das große Tun, das Schreiben von Kafka macht ihn heute zu dem großen Dichter der Moderne. Nächster Punkt. Das Tun zählt und nicht der Sieg. Karl, subjektiv ist ganz tun. Er glaubt an seinen Erfolg. Also psychologisch würde man sagen, er glaubt an seine Selbstwirksamkeit. Objektiv, wisst ihr, Abstieg. Und das, wenn er jetzt leben würde, das bewundere ich an ihm, diese Treue zu seiner Zuversicht. Und jetzt für mich, das Tun zählt und nicht die Klickzahl. Also meine Sendungen, meine Materialien, die ich euch zur Verfügung stelle, sind alle sehr strukturiert und sind klar. Und ich weiß aus Kommentaren, dass es für Schwächere ideal ist. Aber die Klickzahl hält sich im Rahmen. Spielt aber keine Rolle. Das Tun zählt. Die Hilfe zählt. Und jetzt habe ich doch mal eine kleine Bitte. Wenn der Link euch geholfen hat, wirklich, wenn er euch geholfen hat, dann schickt ihn doch rum, damit auch andere geholfen wird. Ja? Und jetzt nochmal ganz zum Schluss die Aussage für mich. Also ich persönlich bin auf das Tun fixiert und nicht auf den Sieg. Und aus dem Tun, das allein Tun ist und das Optimum darstellt, kann ein Sieg werden, muss aber nicht, kann ein Sieg werden, möglicherweise auch viel später, auch wenn in dem Moment, wo das Tun da ist, man den Sieg weit und breit nicht sieht. Und das war für mich als Lehrer zentral. Manchmal dachte ich, alles, was ich tue, ist total sinnlos, ins Klo und Duftträger. Und dann erfuhr ich Jahre später, dass das, was ich als total sinnlos spürte, für andere extrem wichtig wurde. Aber viele, viele Jahre später. Ja? Und das hielt mich eigentlich aufrecht. Ich sagte, okay, ich werde weiterhin gegen diese Sinnlosigkeit ankämpfen und werde es tun. Und die Frage dann auch an euch, was zählt für euch? Das Tun oder der Sieg? Und wenn für euch nur der Sieg zählt, dann wird das Tun oft gar nicht mehr vorkommen. Gut, das war jetzt Kafka, der Verschollene, die Gesamtinterpretation. Ich wünsche euch Freude, aber auch besonders Erfolg bei Klassenarbeiten im Abitur 2023 in Baden-Württemberg. Also, seid erfolgreich, Tun und Sieg fürs Abitur und euch alles, alles Gute.